Gut, dann zum letzten Kapitel in eurer mathematischen Schullaufbahn in der 10. Klasse, Abbildungen 2. Da beginnen wir mit der Drehung. Also machen wir das Ganze mal, haben wir mal eine Drehung im Koordinatensystem, hier kartesischen Koordinatensystem. Es wurde ganz einfach ein Punkt P um das Drehzentrum Z, hier 0, 0, und um den Winkel Alpha gedreht. Ja, auf P'. Das ist jetzt die ganz allgemeine Form. Wir können jetzt die Koordinaten von P' und Alpha angeben. Das ist jetzt aber bei der allgemeinen Herleitung mal nicht notwendig. So, wir haben gegeben den Punkt P mit XY und wir versuchen die Koordinaten von P' zu finden. Also X' und Y'. Das soll eben dann nicht mehr X' und Y' heißen, sondern soll mit diesen beiden Koordinaten berechnet werden können. Also, bitte jetzt ganz gut aufpassen. Ihr müsst das Ganze nicht selber schaffen, sondern ihr müsst es nur nach und nach verstehen, was gemacht wird. Als allererstes machen wir uns ein Hilfsdreieck rein. Ja, das ist das Dreieck mit dem Ursprung 0, QP, weil an diesem Dreieck habe ich ja einmal die Länge x und einmal die Länge y. Das sind ja die Koordinaten vom Punkt P. Also, das ist natürlich die x-Koordinate von P und das ist die y-Koordinate von P. Gut, dieser Punkt Q liegt auch noch hier oben. Ja? Denn wenn ich den hier drehe, also zu Q' mache, dann ist dieses Dreieck ja nicht verändert worden. Also das heißt, es gilt weiterhin, dass hier x-Längeneinheiten gilt und hier y-Längeneinheiten gilt. So, und jetzt hoffe ich, könnt ihr euch vielleicht schon denken, warum wir das gemacht haben. Denn jetzt haben wir hier oben ein Dreieck, ja, wo P' vorkommt, aber mit den Koordinaten von P, also x und y. Hier unten hätte man nicht operieren können, ja, da wäre man nicht auf x' und y' kommen. Deswegen mussten wir jetzt ein Dreieck bilden, das wir auch nach oben drehen, und in dem kommt jetzt das alte x und das alte y vor, aber die neuen Koordinaten von P'. Und so können wir jetzt drauf kommen. Die haben das jetzt hier mit Hilfe von Vektoren gemacht. Also, der Vektor 0P', den wollen wir kriegen, denn da stecken unsere Koordinaten x' und y' dahinter. Die werden addiert durch die Vektoren 0q' und q'p'. So, die Koordinaten von 0q', die können wir natürlich nicht angeben, weil wir den Punkt q' nicht kennen. Zumindest die kartesischen Koordinaten können wir nicht angeben. Denkt dran, wir müssen hier einen Vektor angeben, also Koordinaten und keine Längen. Also ich kann hier nichts x hinschreiben, sondern ich muss hier Koordinaten angeben. Also kartesische Koordinaten kann ich nicht angeben. Aber, ich habe es jetzt schon ein paar Mal betont, ich kann das Ganze in Polarkoordinaten angeben. Denn von Q nach Q', also der Winkel, der die x mit der x-Achse und Q' hier angegeben wird, das ist doch auch Alpha. Denn wenn ich das hier um Alpha drehe, dann drehe ich doch auch von Q nach Q' um Alpha. Also der Winkel Alpha und der Winkel auch Alpha. Heißt, ich habe bei den Polarkoordinaten schon den Winkel gegeben. Jetzt geht es nur noch darum, was ist der Radius? Und das ist auch ganz leicht. Von 0 bis Q' sind es genau x Längeneinheiten. Also lauten die Polarkoordinaten von meinem Q', also in dem Fall das hier, x Alpha. Ja? So, jetzt müssen wir natürlich noch die Polarkoordinaten von dem hier oben hinkriegen. Wir brauchen immer den Radius, der ist in dem Fall klar, der ist y, und wir brauchen den Winkel, den dieser Vektor mit der x-Achse einschließt. Also brauchen wir erstmal eine Parallele zur x-Achse, und jetzt brauchen wir den Winkel. Wie kommen wir auf den Winkel? Stellt euch mal vor, ihr würdet diese Strecke verlängern. Wir haben hier einen rechten Winkel. Das heißt, hier dran sind es 90 Grad. Und wenn man das hier anschaut, schaut euch mal das hier an, und die parallelen Geraden hat, dann ist der Winkel und der hier verlängerte gleich groß. Das heißt, wir haben hier einen Winkel von 90 Grad bis hierhin plus, und das ist Alpha. Und das können wir schreiben. Wir können den Vektor Q'P' darstellen als Y 90 Grad plus Alpha. Ja, war etwas kompliziert, bitte nochmal anschauen, wenn ihr es jetzt nicht ganz verstanden habt. So, und jetzt haben wir das Ganze in Polarkoordinaten. Natürlich können wir mit Polarkoordinaten nicht rechnen, aber laut der Formelsammlung wissen wir, wie man Polarkoordinaten umrechnet. Also die kartesischen Koordinaten x und y lassen sich jeweils mit dem Radius, also dem Wert, der oben steht, mal Cosinus bzw. Sinus und dem unteren Winkel. Heißt, hier haben wir x mal Cosinus Alpha, r mal Cosinus Alpha, r mal Cosinus Alpha, und unten haben wir x
mal Sinus Alpha. Ja? Hier das y heißt, ist der Radius r, also das x da oben, mal jetzt nicht mehr Cosinus, sondern Sinus Alpha. Da drüben wird das Ganze, scheint es komplizierter, aber das liegt nur daran, dass der Winkel anders ausschaut. Das heißt trotzdem, y mal Cosinus von dem Winkel, y mal Sinus von dem Winkel. Ja. Und jetzt sind wir schon etwas weiter und demjenigen, dem die Additionstheoreme von der Formelsammlung auf Seite 70 noch im Kopf sind, der weiß jetzt, dass man das hier oben auch noch umschreiben kann. Also Cosinus von 90 Grad plus Alpha kann ich schreiben als Cosinus 90 Grad Cosinus Alpha minus Sinus 90 Grad Sinus Alpha. Genauso kann ich das da unten schreiben als Sinus 90 Grad Cosinus Alpha plus Cosinus 90 Grad Sinus Alpha. Das steckt so in der Formelsammlung drin. Das solltet oder dürftet ihr eigentlich noch wissen von den Additionstheoremen. So, und wenn man das Ganze jetzt in die Formelsammlung, nicht in die Formelsammlung, sondern in den Taschenrechner eingibt, der Cosinus von 90 Grad, der ist 0. Also fällt es da vorne weg. Und der Sinus von 90 Grad ist 1. Also bleibt da oben stehen, y mal minus Sinus Alpha, also minus Sinus Alpha. Und unten, der Sinus von 90 Grad ist 1 und der Cosinus von 90 Grad ist 0, also bleibt Cosinus Alpha stehen. Und dieses Plus ist nichts anderes als quasi x und y von diesen Vektoren zusammenaddiert. Also heißt es hier x Cosinus Alpha, da steht das Minus noch dran, y Sinus Alpha, genauso unten. So, und damit kann ich jetzt tatsächlich die Koordinaten von meinem Drehpunkt P' so berechnen. Ich brauche bloß die Koordinaten von meinem Drehpunkt und ich brauche den Drehwinkel und ich kann damit die Koordinaten von meinem P' berechnen. Das Ganze bitte jetzt ins Themenheft. Diese blauen Kästchen, die braucht ihr nicht dazu schreiben. Die Zeichnung gehört dazu. Drückt bitte jetzt auf Pause, übernimmt es ins Themenheft und dann geht's mit dem Beispiel weiter. Gut, Beispiel. Wir schauen uns die Formel nochmal an. Wir haben einen Punkt A, der am Zentrum 0,0, also am Zentrum Z, um 60 Grad gedreht wird. Also jetzt haben wir die ganzen Angaben, die wir brauchen. Den X-Wert, den Y-Wert, den Alpha und natürlich alle Alphas. Heißt, wir brauchen das Ganze nur einsetzen. Der X-Wert kommt dahin und dahin. Dann kommt Cosinus, Winkel ist immer 60 Grad. Dann kommt minus Y, der Y-Wert ist 3, Sinus 60. Und hier drüben fehlt uns noch plus y Cosinus 60. Und damit habe ich meinen Punkt A'. Genau. Das macht ihr jetzt... Nee, das machen wir jetzt so weiter. Könnt das Ganze entweder selbstständig rechnen oder oder jetzt abschreiben. Besser wäre es natürlich, ihr rechnet das selbstständig. Eine Sache muss man noch kurz angucken. Nur eine algebraische Sache. Hier unten steht minus 7. Das heißt, wenn ich den y hier einsetze, steht minus, minus 7 dran. Ja, ist klar, dass hier ein Plus draus wird. Genauso wird es dann hinten natürlich. Hier steht plus, minus 7, also muss hier minus 7 stehen. Also das Ganze jetzt bitte selbstständig machen, das ist Seite 148 die Aufgabe 3b. Oder wenn ihr euch unsicher seid, dürft ihr es auch erstmal abschreiben. Das Ganze sollte aber im Themenheft sein.